Hallo und herzlich willkommen zum 24. Cardus Debate. Das ist unsere zweite Hybridveranstaltung. Wir sind hier live im Cardus Crisis Response Makerspace mit Live-Publikum, aber das Ganze findet ihr auch im Stream und wir haben einen Chat. Ihr könnt, wenn ihr von zu Hause zuschaut, Fragen im Chat stellen. Wir freuen uns natürlich auch total über Fragen live aus dem Publikum. Noch ein paar Worte zu Cardus. Wir sind eine humanitäre Hilfsorganisation, gerade vor allem in Nordostsyrien aktiv, aber auch immer mal wieder an den europäischen Außengrenzen. In dem Makerspace hier bauen wir immer wieder unser eigenes Equipment und entwickeln unsere Konzepte. Und jetzt freue ich mich, dass Johanna Südow bei uns ist. Johanna Südow ist von der NGO German Watch und sie ist dort Rohstoffexpertin, arbeitet seit 2009 zum Thema Bergbau, hat auch viel Feldforschung gemacht in Ghana, Ecuador und Peru und hat außerdem den Verein Runder Tisch Reparatur gegründet. Da werden wir heute auch noch ein bisschen was drüber hören, aber jetzt geht es erstmal um die Tiefen des Bergbaus zu Mining, Menschen und Umwelt und was das mit uns zu tun hat. Herzlich willkommen, Johanna. Vielen Dank. Ich glaube, ich darf das andere. Genau, ja, ich freue mich, mal wieder hier auch Gesichter live zu sehen. Und mein erster Vortrag seit langem mal wieder mit ein paar Publikum vor mir, auch wie auch im Stream. Genau. Und ich will einmal euch von den Auswirkungen vom Bergbau erzählen. Und da könnte man auch einfach nur darüber reden, da gibt es so viel und gleichzeitig versuche ich es ein bisschen strukturiert zu machen. Und dann ein bisschen, was das mit uns zu tun hat, aktuelle Entwicklung, auch wie sich der Rohstoffbedarf in Zukunft entwickeln wird oder von was wir ausgehen und was da auch problematisch ist. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen zu Lösungsansätzen kommen und das finde ich auch schön, nachher nochmal gemeinsam zu diskutieren, was ihr da vielleicht auch noch seht und wo man da weiterdenken kann. An sich zu German Watch, wir sind eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation und arbeiten viel zu Klimawandel, aber auch zur Unternehmensverantwortung. Wir haben uns zum Beispiel jetzt im letzten Jahr für ein Lieferkettengesetz eingesetzt. Das heißt, dass Unternehmen, die Rohstoffe zum Beispiel beschaffen, entlang ihrer Lieferkette schauen müssen, gibt es da menschenrechtliche Risiken und dann handeln müssen und denen vorbeugen müssen. So ist das Prinzip von dem Lieferkettengesetz. Leider ist das nicht ganz so geworden. Nicht ganz so weitreichend, wie wir das uns hätten gewünscht, aber zumindest haben wir uns für dieses Gesetz eingesetzt und wir haben jetzt eine erste Grundlage. Genau, und da können wir nachher noch mal genauer drüber reden. Ansonsten versuchen wir viel Gesetze hier zu verändern, um die negative Auswirkungen des globalen Nordens und insbesondere von Deutschland auf den globalen Süden zu reduzieren. Fangen wir trotzdem schon mal ganz kurz bei uns an. Wie ist unser Rohstoffverbrauch? Deutschland ist der fünftgrößte Rohstoffverbraucher weltweit. Hängt auch stark damit zusammen, dass wir eine große Automobilindustrie haben, die natürlich massiv an Rohstoffen braucht. Und wie wir alle wissen, die Autos werden gerade auch nicht kleiner, sondern sie werden immer größer. Und gleichzeitig haben wir auch eine riesige, wir brauchen eben wahnsinnig viel Metallerz und fast alles kommt aus dem Ausland. Also hier bauen wir bis jetzt so gut wie gar nichts ab. Genau, und wenn wir so sehen, sind die Rohstoffe nicht gleich verteilt. Wenn wir das jetzt mal so sehen mit Guinea, ein Auto, dort kommt fast das ganze, die ganzen Rohstoffe her. Und in Deutschland haben wir 39,2 Auto pro 100 Menschen und in Guinea eben nur 0,3, da sehen wir, die Rohstoffe sind. Das ist ja natürlich nur einmal anschaulich, zwar einfach nur das, um es zu zeigen, aber ansonsten heißt das auch immer wieder, naja, es gibt ja so viele Länder, die wachsen jetzt und die brauchen so viele Rohstoffe und eigentlich kommt der meiste Rohstoffkonsum daher. Wenn wir uns aber anschauen, haben wir einfach auch schon überall ganz viel Rohstoffe verbaut, in Infrastruktur, in Stahl, was die Häuser baut und so. Da ist einfach, wir haben schon ganz schön große Material Stocks, also wir haben insgesamt schon sehr viel Rohstoffe auch vorher gehabt. Genau, und wenn man sich das anschaut, dann haben wir, wenn man sich ein Smartphone anschaut zum Beispiel, da ist ein Milligramm Gold drin ungefähr und allein dieses Milligramm Gold verursacht bereits 100 Kilogramm Abraum, das heißt wirklich so dieses Milligramm. Und wir haben gleichzeitig in einem Smartphone ungefähr 30 Rohstoffe und allein ein Rohstoff, ein Milligramm,
an Gold verursacht 100 Gramm Abraum. Und wenn wir das, ich habe das in Ghana aufgenommen, da wurden erst die Leute vertrieben, weil man dort, wo sie gewohnt haben, Bergbau betreiben wollte. Und dann hat man ihnen nachher auch noch die Felder weggenommen, weil man Platz brauchte für den Abraum. Und im Prinzip hatten sie dann eben sowohl ihre Häuser, sind dann zwangsumgesiedelt worden, haben dann aber nachher auch ihre Ackerflächen verloren und viele, viele Kilometer weiter dann so Kompensationsflächen bekommen, die sie aber eigentlich nicht nutzen konnten, weil sie so weit weg waren. Und das ist alles der Abraum vom Bolk, vom Bergbau. Und ich will jetzt einmal kurz auf das Beispiel, also wir haben eben sehr viel Bergbau im globalen Süden, weil dort auch ausgenutzt wird, dass die, weil es dort viele Rohstoffe gibt, aber auch vor allem, weil dort ausgenutzt wird, dass die Gesetzgebung so schwach ist, dass man sich auch in gewisse Standards, also dass die Standards nicht so hoch sind. Und wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt einmal über den industriellen Bergbau reden, so wird der meistens von multinationalen Unternehmen gemacht. Auch China kommt im Moment eben auch viel rein, aber viel Kanada, Australien, England hat auch, also UK hat auch Bergbauunternehmen. Deutschland selber hat keine Bergbauunternehmen, sondern bezieht das erst später, aber wir beziehen eben auch einen Großteil davon. Und wenn wir uns Peru anschauen, so gibt es da alleine um die 100 Konflikte im Kontext vom Bergbau stattfinden. Und das sind zum Beispiel dann Konflikte, wenn die Leute aufgrund des Bergbaus befürchten, dass sie Zugang zu Wasser verlieren, dass es dann Proteste gibt. Und in den letzten, oder dass Leute eben ihre Lebensgrundlage verlieren und es Angst haben, dass sie nicht genug von dem, was sie eigentlich, also dass sie nicht genug Gewinne, also Teil an Gewinnen haben können oder ihren Zugang zu Land verlieren. Und in Peru gibt es schon so viel Bergbau und der wird nochmal so massiv ausgebaut, auch weil wir jetzt so viel Kupfer im Rahmen von Digitalisierung, Bevölkerungswachstum natürlich auch, Energiewende, allen möglichen, brauchen wir Kupfer für alles. Der Kupferbergbau wird massiv ausgebaut und wir haben, es sind inzwischen schon so viele Konflikte in dem Kontext entstanden, dass die Lösung von der Regierung dann war, die Gesetzgebung so zu ändern, dass es ganz leicht wird, auf Proteste zu schießen, dass man sagt, okay, das sind Terroristen und dann auf sie schießen kann. Und ohne dass die Polizei dann belangt wird. Wurde auch so als License to Kill in dem Kontext tituliert vom Guardian. Und genau, da sehen wir so, es ist eine Situation, die sich immer weiter zuschärft und im Prinzip gar nicht wirklich Lösungsansätze. Und es wird auch, wenn die Bevölkerung eben ihre Lebensgrundlage verliert, wird dann reagiert auch mit Gewalt und Militarisierung der Gebiete. Das ist einmal das Beispiel Peru. Wir haben eine andere Mine, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, im Kontext von den Umweltauswirkungen vom Bergbau, wo die Bevölkerung oder auch in Peru gibt es eine Kupfermine, wo man Schwermetalle im Blut der lokalen Bevölkerung gefunden hat und wo dieses Unternehmen abstreitet, dass eben es von ihnen kommt. Aber man kann es ganz klar sagen, dass im Umfeld der Mine die Schwermetallbelastung ganz hoch ist und dass es davon kommen muss. Aber auch das Unternehmen ist dafür nicht belangt worden bis jetzt. Und wir haben auch das Gleiche, eine Mine in Kolumbien, Cerro Matoso, die wir uns in letzter Zeit angeschaut haben, wo es auch Krebserkrankungen, Fehlgeburten gibt, durch eine also dass in den Böden und die Gewässer kumulativ Schwermetalle und angesammelt haben und es langfristig eben zu diesen Krebserkrankungen geführt hat. Auch durch Luft, verschmutzte Luft etc. Und dass es aber total schwierig ist, dann immer nachzuweisen, okay, dass die Auswirkungen kommen vom Bergbauunternehmen. Dann kann man das zwar so indirekt nachweisen, aber dann gab es erstmal ein Urteil, dass das Unternehmen dazu verklagt wurde, auch Wiedergutmachung zu zahlen. Und dann hat das Unternehmen aber das nicht anerkannt und gesagt, nee, sie sind das nicht. Und jetzt haben die Leute immer noch keinen Zugang zurechtbekommen, immer noch keine Medikamente und immer noch keine Behandlung, die ihnen eigentlich zustehen würden. Wir haben eine andere Mine im Norden von Ecuador, zu der ich seit längerer Zeit arbeite, die auch ganz interessant ist, weil wir hier auch wissen, dass zum Beispiel Automobilindustrie auch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollte, was dort Bergbau betreibt. Und dort gibt es seit 26 Jahren Widerstand
gegen die Bergbaumine dort. Und weil es vor 26 Jahren ein japanisches Unternehmen gab, was dort versucht hatte, Kupfer abzubauen und eine unabhängige Studie durch den japanischen Staat gemacht hat, der gezeigt hat, dass es zu einer massiven Abholzung dort vor Ort kommen würde, dass sich das lokale Klima verändern würde. Dort ist auch der Regenfall so hoch, dass es ein großes Risiko für Dammbrüche geben würde und auch für Acid Mine Drainage. Das kommt auf dem Kupferbergbau vor, dass dann das ganze Grundwasser und so eine Säuerung der Gewässer vorkommen. Und da sind die Risiken so hoch, dass wir jetzt auch zum Beispiel sagen würden, in so einer Region kann man eigentlich, es wäre für uns eine No-Go-Zone, also eine Zone, wo wir eigentlich, da darf unserer Meinung nach kein Bergbau betrieben werden. Das wäre eine absolute rote Linie, weil man einfach so massive Auswirkungen auch langfristig auf die Umwelt hat, Verlust von Arten etc. Aber dort war es auch so, eben es gab zwei Bergbauunternehmen, sind bereits aus der Region rausgegangen, weil sie sich gegen den Bergbau dort gewendet haben. Und dann das nächste Unternehmen, es waren staatliche Unternehmen, die da reingegangen sind, chilenische Staatsunternehmen und ecuadorianische Staatsunternehmen. Und um überhaupt erstmal eine Impact Assessment zu machen, also zu untersuchen, welche Auswirkungen wird der Bergbau auf die Region nochmal haben, mussten sie mit Militär machen, weil sie gar nicht in die Region sonst reinkamen. Also sieht man auch, wie polarisiert teilweise die Situation vor Ort ist. Ja? Mach ich den runter. Genau, und in Ghana habe ich mir das auch mal angeschaut und da gab es auch dann Gemeinden, die, wo die Wasserverschmutzung so groß war, dass die Kinder hier alle so Ausschläge an dem Haut hatten und dort auch von einem Unternehmen dort eigentlich auch sogar zwangsumgesiedelt werden wollten, aber das nicht möglich war. Und insgesamt, und das Unternehmen aber sie da nicht gehört hat. Insgesamt, ich habe damals dort Feldforschung gemacht und insgesamt ist es schon so, dass dieses in Bergbauregionen immer eine stark polarisierte Gesellschaft gibt. Die einen, es gibt schon auch immer Leute, die davon profitieren, die vielleicht kurzfristig auch Jobs da kriegen und es gibt Leute, die eben die Auswirkungen auch haben und dadurch sind es oft auch Bereiche, wo es einfach unheimlich polarisiert ist und auch dann auch wirklich zu Twisten in der lokalen Bevölkerung kommt und es dann da auch manchmal dann eben leicht ist, vielleicht auch Zustimmung von Gemeinden zu kaufen, indem man eben gewissen, zum Beispiel in Ghana auch den Chiefs, den also lokalen Königen was zahlt oder sowas und dann Zustimmung bekommt und so. Also es ist auf jeden Fall ein sehr gespaltenes Feld oft auch. Jetzt sind wir hier einmal bei dem großtechnischen Bergbau gewesen. Und Bergbau kommt in sehr unterschiedlichen Formen vor. Man kann auch nicht nur sagen, es gibt es einmal in industriellen Bergbau und nicht industriellen Bergbau, sondern es gibt wirklich so diese ganze großtechnisierter Bergbau und dann gibt es kleintechnischer Bergbau, der mit Maschinen stattfindet, eben ein bisschen wie auf dem Bild oben rechts. Und dann gibt es artisanaler Bergbau, der mit so gut wie gar keinen Maschinen stattfindet. Und das sind oft ja, ziemlich extreme Arbeitsbedingungen, auch hier in dem rechts auf dem Bild der Junge, da gehen vor allem dann Kinder runter, weil die dort gut in die Gräben reinkommen können. Es gibt immer wieder auch, dass die Tunnel unten zusammenbrechen. Genau, und das sind oft auch, jetzt gerade dieser ganz artisanale Bergbau, findet auch in unterschiedlichen Weltregionen unterschiedlich statt, ist aber sehr oft einfach auch eine Subsistenztätigkeit, also wirklich um eigene Lebensgrundlage. Und deswegen ist es manchmal auch ganz schwierig, wie damit umgegangen werden kann, weil es eben für Leute die Subsistenzgrundlage ist. Und wenn wir einmal, ich möchte einen kleinen Exkurs nach Kolumbien wagen, dazu arbeite ich jetzt gerade in der letzten Zeit. Wir haben stark uns für ein Gesetz eingesetzt, das ist die EU-Konfliktmineralienverordnung, wo es darum ging, zu schauen, dass Rohstoffe nicht Konflikte direkt finanzieren. Also das ist wahrscheinlich so diese Kongo ist, glaube ich, bekannt als Beispiel, dass da eben Gold auch die Konflikte vor Ort mit dann finanziert hat. Und da gab es erst ein Gesetz in der USA, der Dodd-Frank Act hieß das, und da, der eben auch diese Konfliktfinanzierung unterbinden sollte, also dass wir nicht jetzt Rohstoffe kaufen und damit dann die Konflikte finanzieren. Und da sollten dann eben auch zum Beispiel IT-Unternehmen
die an der US-Börse gelistet sind, wie Apple zum Beispiel, dass sie selber nachschauen, okay, wo kommt unser Gold her und finanziert unser Gold Konflikte? Und die EU hat dann ein ähnliches Gesetz gemacht, wo sie auch da das angehen wollte. Leider, es kommen dann immer, gibt es dann so einen Gesetzesvorschlag, der eingebracht wird, der dann aber leider sehr halbherzig nur zu Ende geführt wurde. Das ist das allererste Gesetz in der EU, was Unternehmen dazu verpflichtet, ihren Lieferketten Menschenrechte einzuhalten, zu einem gewissen Maß. Aber es ging leider, dieses EU-Gesetz geht leider auch nicht so weit wie jetzt das US-Gesetz, in dem es alle Unternehmen aus der gesamten Lieferkette verpflichtet, sich an Menschenrechte zu halten, sondern nur Schmelzen, also und Raffinerien und Importierende nach Deutschland, nach Europa und auch zum Beispiel jetzt im Falle von Gold nur die Unternehmen, die mehr als 100 Kilogramm Gold importieren. Und wenn wir gerade sehen, Gold ist halt, hat halt einen massiven Wert und da kann man allein schon mit ein paar mit den 100 Kilogramm kann man mehrere Tausende von Gewehre vor Ort kaufen. Und also da gerade, wenn es um eine Konfliktfinanzierung geht, ist das nicht so effektiv, wenn man da so große Schwellenwerte einführt. Und wir haben uns das angeschaut, auch was das in Kolumbien bedeuten würde. Und diese Verordnung soll eben auch in Kolumbien das Gold, was zum Beispiel aus Kolumbien kommt, da vorbeugen, dass das Konflikte finanziert. Und dann sieht man vor Ort aber doch, dass es auch gar nicht so leicht ist, mit so Gesetzen das anzugehen. Die Folien sind jetzt auf Spanien, weil ich die von meiner Kollegin übernommen habe, auf Spanisch. Und da sieht man links 2014, dass es ganz viele, noch relativ wenig Bergbautitel gab an kleine Unternehmen, noch recht wenig Bergbautitel. Und dann gab es 2001 eine Gesetzesreform und 2015 ist dann fast das ganze Land auch mit Konzessionen bedeckt. Und die ganzen Konzessionen gingen aber nur an große Bergbauunternehmen und gleichzeitig gab es aber sehr viele auch artisanale Bergleute, also wo Leute auch Familien traditionell Bergbau betrieben haben mit ganz wenig Maschinen, auch teilweise ganz unmechanisiert und Landwirtschaft betrieben haben und nebenbei auch ein bisschen noch Goldbergbau betrieben haben und da ihr Einkommen damit aufgebessert haben. Und das wurde eigentlich durch diese Reform illegal gemacht. Alle, die vorher Bergbau artisanal gemacht haben, wurden illegalisiert, indem nur große Unternehmen diese Titel, die Bergbautitel bekommen haben. Und wir sehen in dem Kontext auch relativ zeitgleich auch wahnsinnig viele Zwangsvertreibungen in Kolumbien. Und was jetzt zum Beispiel auch so ist, dass dann die großen Bergbauunternehmen, dass die kleinen artisanalen Bergbauer oder auch die auch ein bisschen mechanisierten Bergleute ganz große Schwierigkeiten haben, auf dem legalen Markt zu kommen mit ihrem Gold und ihr Gold zum Beispiel erst an große Unternehmen verkaufen müssen, um es auf den richtigen Markt zu bekommen. Und ja, dass es da ganz schwierig ist, im Prinzip, ja, also es eine starke Abhängigkeit von den großen Unternehmen gibt, dann geringere Preise an die kleinen gezahlt werden und jetzt auch so eine, und gleichzeitig auch die großen Unternehmen haben so wie Bataillones, also so wie kleine Militäreinheiten, die ihre Investitionen schützen. Und da gibt es in dem Kontext dann auch ganz viel Gewalt. Und gegen sowas merkt man auch, es ist dann gar nicht so leicht, mit einer Gesetzgebung von hier dann dort was zu bewirken, um dort wirklich anzukommen. Insbesondere deswegen, weil eben hier auch nur Schmelzen in die Pflicht genommen werden. Und zum Beispiel jetzt ein IT-Produkt, was wir von woanders einkaufen, was jetzt nicht an der Börse in den USA zum Beispiel gelistet ist, auch sich an diese ganzen Regeln gar nicht halten muss, weil diese Gesetzgebung eben da nicht weit genug geht. Okay, jetzt sind wir schon relativ tief in Gesetzgebung, auch ein bisschen in Lösungen reingegangen. Ich will jetzt noch einmal kurz auf die versteckten Kosten von Bergbau eingehen. Und zwar ist, auch wenn Bergbau jetzt immer wieder halt auch, also insgesamt Rohstoffe werden jetzt stark auch als Lösungen gehandelt, oder man kann so ein bisschen auch sagen, wir gehen jetzt gerade vom fossilen Alter ins metallische Alter, weil wir jetzt eben für alles, was früher mit Fossil betrieben wurden, wir gehen jetzt von den fossilen Antrieben, gehen wir in die Elektroantriebe, dafür brauchen wir Metalle, wir gehen in erneuerbare Energien, dafür brauchen wir Metalle, das ist alles wichtig. Nur müssen wir total aufpassen, dass wir einfach sagen, okay, wir können das jetzt einfach durch das andere ersetzen und wir müssen nicht reduzieren, weil es funktioniert nicht. Wir haben einfach nicht beliebend Rohstoffe und die Auswirkungen von den Rohstoffen, Rohstoffabbau ist so massiv. Unter anderem führt sie eben auch zu viel Klima, auch zu Emissionen
und auch zur Entwaldung, was ja wiederum auch wieder Klimaeffekte hat. Und wir können jetzt nicht einfach nur sagen, okay, der Easy Fix ist, wir gehen jetzt von alles von fossil auf metallisch und damit haben wir alles gelöst. Und das hat man manchmal so ein bisschen die Sorge, dass es einfach, ja, es wäre der Easy Fix Technologie, wir machen alles, lösen alles durch die Technik und so leicht ist es eben nicht. Weil das große Problem auch jetzt ist im Bergbau, dass es immer schwieriger wird, an die Erze ranzukommen und die Erzkonzentration auch immer abnimmt. Das heißt, man muss immer tiefer gehen, um an die Rohstoffe zu kommen. Und dadurch hat man auch immer mehr soziale und ökologische, also mehr ökologische Folgen. Und das führt eben ganz schnell dann auch mehr zu sozialen Folgen. Und zum Beispiel ist es, redet man inzwischen schon stark davon, dass wir auch in der Tiefsee Bergbau betreiben werden, was wir noch total unverantwortlich finden, weil man überhaupt nicht weiß, welche Auswirkungen das vor Ort haben soll, mit den Riesenmaschinen da unten zu arbeiten. Es ist noch nicht erforscht. Es gibt auch im Moment von Deutschland auch noch die Haltung, dass man erstmal noch so ein bisschen schauen muss. Aber gleichzeitig haben wir schon auch Blick auf und auch schon gewisse Konzessionen schon mal. Und da wird gerade ein Regelwerk ausgehandelt, in wie dann in der Tiefsee auch Bergbau betrieben werden könnte. Aber das ist schon sehr problematisch, weil selbst schon am Land sehen wir, welche Auswirkungen das hat und wie schwierig es ist, teilweise die Unternehmen auch dafür dann verantwortlich zu machen, was vor Ort schief geht. Und in der Tiefsee ist es noch viel, viel schwieriger, natürlich dann auch Kausalitäten festzustellen und das zu zeigen. Das heißt, das wird dann nochmal ein zusätzliches Problem und da ist auch gerade die EU leider ganz stark dahinter, auch da in die Richtung zu gehen. Und mit viel Gegenwind von der Bevölkerung vor Ort, auch die dann in den Regionen, an den Küstenregionen arbeiten, wo man dann davon ausgeht, dass sich auf die Fischgewerbe etc. auswirken wird. Genau. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir müssen die Primärrohstoffreduktion, also alles Bergbau, Rohstoffe, die direkt aus dem Bergbau kommen, reduzieren. Aber der Bedarf steigt erstmal massiv an. Also das sind die Prognosen, dass wir hier überall eigentlich einen massiven weiteren Anstieg haben. Genau. Und eine Bewegung, eine Tendenz, von der wir bis jetzt auch noch nicht so ganz blicken, also im Rahmen von, es ist ziemlich natürlich vereinfacht hier jetzt, aber die materielle Basis der Digitalisierung, wir haben da also durch die natürlich die ganzen Endgeräte, die sichtbar sind, welche Rohstoffe braucht, aber wir haben auch die ganze Infrastruktur dahinter, die noch gebraucht wird und natürlich dem steigender Strombedarf wirkt sich auch wieder darauf. Da sind wir jetzt gerade an der Studie auch dran, mal das zu erfassen, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich ist das, was unsichtbar ist, sozusagen, was man nicht so direkt wahrnimmt, noch größer. Genau, insgesamt sehen wir, dass wir immer natürlich einen immer stärkeren Bedarf, jetzt wenn wir es im IT-Bereich schauen, haben, die Produkte nur sehr kurz genutzt werden und leider eben auch nur ganz viel auch aufgrund von Software nicht weiter genutzt werden kann. Und das Problem ist auch, also wenn wir jetzt so 30 Rohstoffe in einem Handy zum Beispiel haben und da ungefähr von unserem Elektroschrott EU-weit werden ungefähr 35-40% noch offiziell recycelt, ein Teil wird exportiert, aber es werden nur ganz und dann eben auch unter sehr schwierigen Bedingungen dann recycelt, aber es wird insgesamt nur sehr wenig wiedergewonnen, also erstmal eingesammelt und dann, wenn wir in einem Smartphone 30 Rohstoffe haben, werden ungefähr 2-3 Rohstoffe wiedergewonnen und der ganze Rest geht dann für immer dem Kreislauf verloren. Also das heißt, so dieses Recycling und dann ist alles gut, ist leider nicht so und das ist so ein bisschen auch was oft von, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung noch kennt, die von Vodafone war mal jedes Jahr ein neues Smartphone. Und also so halt natürlich immer dieses immer neu und wir recyceln es einfach und das ist gut und das ist im Prinzip auch das, was Apple ganz stark propagiert. Sie recyceln alles, aber bei Recycling geht eben massiv was verloren an den Rohstoffen und natürlich braucht auch das ganz viel Energie und da gibt es auch Studien vom Umweltbundesamt, dass sich das dann auch ganz schwierig rechnet mit der ganzen Energie, die dann fürs Recycling gebraucht wird. Natürlich, wir müssen unbedingt recyceln, weil wir werden Metalle brauchen, wir müssen unbedingt recyceln, aber wir dürfen es auch nicht so leicht nehmen und sagen, Recycling und mehr Effizienz und dann ist alles gut. Das ist so ein bisschen, was der aktuelle Sprech in der Politik ist. So, wir reden von Ressourceneffizienz. Und wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, also dass Rohstoffe im Kreislauf
geführt werden, reden wir leider auch hauptsächlich über Recycling. Also in Deutschland ist es ganz stark, dass das Recycling Kreislauf als Recycling gehandelt wird, auch wenn eigentlich Recycling erstmal Reduktion, lange Nutzung, Reparieren und dann irgendwann Recycling ist, so ist es hier oft einfach nur Recycling. Da ist die EU schon weiter, die Gesetzgebung. Also da, wenn sich da Veränderungen kommen, dann kommen die alle über die EU. Und wenn wir das eben anschauen, da reden wir zwar von einer Entkopplung, dass wir pro Wirtschaftseinheit vielleicht weniger Rohstoffe brauchen, wir sehen aber trotzdem, dass unser materieller Fußabdruck nicht gesunken ist, dass er weiter auch mit angestiegen ist mit unserem Wirtschaftswachstum. Und das zeigt es jetzt hier nochmal so ein bisschen eben, dass beim Abbau massive Verluste sind, einmal schon bei der Mine, dann bei der Sammlung, dann beim Recycling und selbst bei Kupfer, was ein Rohstoff ist, der relativ gut recycelt werden kann, eben auch ganz, ganz viel wieder verloren geht und in einem Kreislauf nicht mehr geführt werden kann. Und da müssen wir zum einen natürlich die Sammelsysteme verbessern, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir müssen eben auch überlegen, wie können wir modularer bauen, und wir können langlebiger bauen und dass wir die Metalle so lange, lange, lange wie möglich im Kreislauf behalten. Und das ist jetzt schon auch nochmal so ein Trend, der zu dieser Dissipation führt, also dass wir immer weniger zurückgewinnen können. Wir sehen immer mehr Kleidung, die kleine Tags drin hat, ihr RFID-Tags. Oder überall machen wir jetzt alles, wird elektronisch, der Kühlschrank wird elektronisch, alles wird irgendwie elektronisch und dadurch oder vernetzt mit den smarten Systemen. Und dadurch ist plötzlich überall Elektronik drin und das macht es noch schwieriger, das langfristig dann zurückzugewinnen, weil es dann auch in anderen Produkten drin ist, die eigentlich jetzt nicht Elektronikprodukte sind. Genau, und die gehen dann für immer dem Kreislauf verloren. Und auch wenn wir das so anschauen, so die Entwicklung geht leider so ein bisschen dahin, dass das wird immer günstiger. Neue Produkte werden immer günstiger. Das ist jetzt sogar eine relativ alte Grafik. Inzwischen ist es noch massiver. Und die Kosten für Reparatur werden immer teurer, weil die Ersatzteile so teuer sind und weil auch teilweise natürlich die Arbeitskraft hier teurer ist als in Ländern, wo ganz, ganz wenige Löhne werden und die Produkte hergestellt werden oder eben die Kosten als Bergbau einfach externalisiert werden. Das heißt, die soziale Ungleichheit wird da ganz deutlich. Und natürlich wollen die Hersteller auch meistens nicht, dass man repariert und machen die Ersatzteile dann möglichst teuer, dass nicht repariert werden kann. Genau. Und da gibt es so unserer Meinung nach zwei Ansätze. Zum einen eben müssen wir reduzieren und Kreislaufwirtschaft vor. Und das führt dann langfristig auch zu einer Reduzierung menschenrechtlicher Risiken. Da gibt es zum Beispiel auf EU-Ebene diese Verordnung, die Anforderungen stellen kann an Produkte, dass sie reparierbar können. Ah. Dass sie gut reparierbar gemacht werden können. Und dass zum Beispiel Hersteller Ersatzteile bereitstellen müssen. Da sehen wir leider auch, da gab es jetzt eine neue Verordnung, da sehen wir jetzt auch schon, wie die Hersteller jetzt Ersatzteile bereitstellen müssen, aber das wieder umgehen in anderem Maß, dass sie trotzdem ihre Gewinne erzielen und das nicht unbedingt mehr repariert wird. Und was wir fordern, wir haben deswegen auch einen Verein gegründet, Rundertisch Reparatur, wo wir eine Stimme der Reparatur und auch dem Reparaturgewerbe eine Stimme geben wollen und sagen, okay, wir brauchen Recht auf Reparatur, jeder muss reparieren, man muss seine Produkte reparieren können und wir brauchen den Erhalt von einem reparierenden Gewerbe, Leute, die überhaupt noch reparieren können, weil es können gar nicht mehr so viele. Das sehen wir, dass wirklich auch das Handwerk wortwörtlich wegstirbt. Es gibt immer weniger Leute, die noch reparieren können. Und wenn wir da nicht irgendwie bald was verändern und Produkte reparierbarer machen, dann können wir irgendwann nicht mehr reparieren, weil es niemand mehr weiß, wie es geht. Und das sehen wir leider jetzt schon. Deswegen drängt es. Was auf EU-Ebene aktuell passiert, ist schon auch, dass es gibt schon in dem Circular Economy Action Plan von der EU, heißt es soll ein Recht auf Reparatur geben und es wird jetzt gerade ausbuchstabiert und da hoffen wir jetzt sehr, dass es eben auch im Sinne so ausbuchstabiert wird, dass es herstellerunabhängig ist, das heißt, dass auch, dass jeder reparieren darf und es Zugang zu den Ersatzteilen bedarf und dass es auch
auch möglich ist für Werkstätte, die jetzt nicht im Vertrag mit den Herstellern stehen, trotzdem Zugang zu den Ersatzteilen zu bekommen, weil wir sagen, wir brauchen einfach ein Gewerbe, was weiterhin reparieren kann. Sonst werden die Hersteller das langsam abschaffen. Wenn dann nachher nur noch die Hersteller reparieren, dann wird es bald keine Reparatur mehr geben. Genau. Das heißt, das ist ein Ansatz. Und natürlich in dem einhergeht damit eben modulares Design. Und wenn wir jetzt eine Energiewende haben, die vielen, wo neue Geräte auf den Markt kommen und genutzt werden, das müssen wir eigentlich jetzt, und das wird leider nicht gemacht, jetzt schon schauen, dass wir die Solarpanel und die Windräder so bauen, dass sie möglichst gut recycelt werden können oder modular aufgebaut werden, dass sie lange genutzt werden können. Und das wird leider momentan noch viel zu wenig gesehen. Es ist total wichtig, wir müssen es machen, aber wir müssen jetzt so machen, dass die Metalle auch wiedergewonnen werden können. Und da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und das andere ist, um die eben Unternehmensverantwortung, um Folgen einzudämmen. Das ist das, was ich vorher auch schon gesagt hatte mit dieser Konfliktmineralienverordnung. Wir haben uns jetzt auf deutscher Ebene für ein deutsches Lieferkettengesetz eingesetzt, also für ein Lieferkettengesetz, was Unternehmen verpflichten soll, Verantwortung für ihre Lieferketten zu übernehmen. Und ich kann euch das einmal hier zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Maus kennt, Naga IT. Das ist jetzt alleine einfach nur eine Maus. Und da einmal die Lieferkette von der Maus gezeigt. Und ganz unten auf dem Bild sind die ganzen Rohstoffe. Und das ist ein soziales Unternehmen in Bayern, die haben jetzt mal gesagt, okay, das war eine Frau, die hat eigentlich so Ratings für Unternehmen gemacht, um zu schauen, wie nachhaltig die sind. Hat gemerkt, es gibt einfach keine nachhaltigen Unternehmen. Dann hat sie gesagt, okay, sie geht das jetzt mal an und entwickelt selber sowas und hat dann aber bei einem relativ leichten Produkt angefangen, wie eine Maus, und hat mal die Lieferkette durchgegangen. Und alles, was grün ist, da weiß sie, dass es gut ist und dass es gute Arbeitsbedingungen sind. Rot ist, da hat sie teilweise gar keine Ahnung und kann eben auch nicht sicherstellen, dass es konfliktfrei ist und dass keine Menschenrechtsverletzungen sind. Und das ist schon ein Unternehmen, was es eben versucht. Da sieht man schon auch, dass es ganz schön komplex ist, Transparenz in seine Lieferkette zu bekommen und nachher auch eine Macht zu bekommen auf die Lieferketten. Aber gleichzeitig ist das natürlich ein mini-kleines Unternehmen. Die haben vielleicht 5 Angestellte oder irgendwie sowas und sind natürlich mini-klein und haben natürlich nicht die Marktmacht. Ein Unternehmen wie Apple hat dann natürlich eine ganz andere Kraft und eine andere Macht, dann auch Druck auszuüben auf Schmelzen, zu sagen, hey, also wenn ihr zu diesen Bedingungen produziert, dann kaufen wir von euch keine Rohstoffe ein. Und im Prinzip die Automobilindustrie kann das auch. Die versuchen jetzt auch immer mehr da auch Direktverträge zu machen, um an die Rohstoffe, also eben dann auch Bedingungen stellen zu können. Da sagt man auch immer wieder, naja, allen wollen die Rohstoffe, wir können jetzt keine Bedingungen stellen. Aber immer je größer die Marktmacht natürlich ist, desto mehr hat man auch die Chance, dann auch Auswirkungen entlang der Lieferkette zu haben. Aber genau, man sieht trotzdem natürlich, es ist komplex. Haben wir ein deutsches Lieferkettengesetz, leider geht es absolut nicht weit genug. Gerade für den Rohstoffbereich ist es ziemlich schade, weil da jetzt nur die Leute sich nur der First Tier, also nur die direkten, unmittelbaren Zulieferer an Menschenrechte halten müssen, was natürlich total, da muss ich hier, wenn BMW irgendwo die Ersatzteil, irgendwo ein Teil einkauft, dann muss dieser Zulieferer muss sich dann an Menschenrechte halten. Die müssen nachweisen, dass sie sich an Menschenrechte halten, aber sie müssen nicht bis in die Lieferkette zu den Rohstoffen erstmal schauen. Und das ist natürlich gerade für den Rohstoffbereich dann absolut nicht ausreichend. Da gibt es zwar so eine Regelung, dass wenn sie wissen, dass es da Menschenrechtsverletzungen gibt, dass sie dann was machen müssen, aber insgesamt ist das Gesetz leider unzureichend und wir hoffen jetzt auf die EU-Ebene. Da soll es jetzt auch so ein Lieferkettengesetz geben und da hoffen wir, dass es jetzt mehr gibt. Da gibt es jetzt im Dezember, kommt der erste Draft raus und wo wir total auch uns eingesetzt haben, jetzt mit vielen, also viele NGOs sich dafür einsetzen und was wir seit langem in verschiedenen Bereichen versuchen, ist der Zugang zu Recht für Betroffene, weil der ist einfach total schwierig. Das heißt, dass auch, ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt von dem Vorgang Rana Plaza in Bangladesch, ein großes Textilunternehmen, wo es ein Audit gab und gezeigt wurde, okay, das Audit eigentlich gesagt hat, alles in dem Unternehmen ist gut. Dann brannte dieses Unternehmen, die Leute durften nicht raus, die ganzen Ausgänge wurden versperrt und es gab mehrere hundert Tote. Und da konnte man eigentlich auch zeigen, dass auch KIK damit verantwortlich war, aber man konnte KIK nicht dafür belangen, dass sie da
ja, man konnte sie nicht wirklich dafür verantwortlich machen. Und da sehen wir einfach, die Gesetzgebung hier ist noch nicht ausreichend, dass auch wenn hier die Unternehmen mitwirken, vielleicht auch durch ihre Bedingungen, die sie entlang der Lieferkette haben, oder auch indirekt mitwirken oder davon profitieren, dass vor Ort die Menschenrechte nicht eingehalten werden, trotzdem kann man sie im Moment noch so gut wie nicht dafür haftbar machen und nicht dazu führen, dass die Betroffenen Zugang zu Recht oder auch Wiedergutmachung bekommen. Und das ist auf jeden Fall eine große Baustelle. Und das ist das Große. Hoffen wir, dass das auf EU-Ebene ein anderes Gesetz gibt, aber wir sind mal gespannt, was da letztendlich dann rauskommt. Und dann gibt es noch das UN Treaty. Das ist ein UN-Abkommen, was auch mehr für Unternehmensverantwortung für Unternehmen bringen sollte. Ein globales Abkommen, was, wenn es das gäbe, total toll ist, aber so globale Abkommen sind natürlich immer noch mal schwieriger. Und leider ist auch die EU und auch Deutschland da absolut nicht rühmlich, wie sie sich da engagieren und sagen immer, na, wir machen erstmal das und wir gehen da noch nicht rein. Aber gleichzeitig sagt man auch immer, wir brauchen globale Lösungen. Also, aber da ist die EU und Deutschland leider noch zu zaghaft. Und jeder sagt, die EU sagt, das ist Deutschland, Deutschland sagt, das ist die EU. Und da wird sich der schwarze Peter zugeschoben. Genau. Ja, das ist es erstmal von meiner Seite. Und ich glaube, ich habe viel zu schnell geredet, oder? Dann muss ich dir mal das Mikro wegschnappen. Erstmal vielen Dank, Johanna, für diesen sehr interessanten und schweren Vortrag. Was ein Thema. Ja, liebes Publikum, habt ihr Fragen an Johanna oder eigene Diskussionsbeiträge? Dann würde ich mit dem Mikro bei euch vorbeikommen. Ich muss mal gucken, wie das hier mit dem Kabel klappt. Moment, ich muss das mal kurz hier wahrscheinlich hinten lang leiten am besten. Na? Da hinten gibt es eine Frage. Sehr gut. Ja, danke. Du hast ja gesagt und gezeigt auch, dass der Bedarf auf jeden Fall mehr werden wird an diesen ganzen, an Technik, Chips, wahrscheinlich Batterien, wo es drin benutzt wird. Und so Lösungsansätze, was so die Einschränkung angeht oder den Umgang damit, mit der Herstellung und der Gewinnung. Gibt es dann aber sozusagen auch von technischer und Herstellungsseite irgendwie Alternativen oder, also klar, braucht man irgendwelche Metalle, um Chips herzustellen, aber wisst ihr oder weißt du von irgendwelchen Ansätzen, die vielleicht teurer sind, irgendwelche Alternativen, die einfach nicht gefahren werden, weil sie eben zu viel kosten von Herstellerseite? Es kommt jetzt immer an, in welchem Bereich. Ich habe mich vor allem mit IT beschäftigt und da kennt ihr wahrscheinlich das Fairphone oder ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ja ein Unternehmen, was das mal eben versucht, anders zu machen. Die versucht, ein reparierbares Gerät gemacht zu machen, modular aufgebaut und so. Die sind leider noch nicht der Mainstream und ist natürlich ist auch schwieriger dann immer nochmal. Dann sind da wieder Softwarelösen problematisch und so. Also das nochmal schwieriger als kleines Unternehmen. Aber das ist auf jeden Fall ein Vorreiter im Bereich, wo ich auch sage, die versuchen das wirklich. Und die haben auch so eine Bewegung da reingebracht und haben es auch gezeigt, es geht eben auch. Und was finde ich sehr schön bei denen ist, dass sie eben auch zeigen, nicht einfach sagen, hey, wir machen das alles gut und das ist voll easy und wir kriegen das hin, sondern auch sagen, hey, so weit können wir gehen und da gibt es immer noch Schwierigkeiten und auch transparent darüber sind. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, es ist voll das schwierige Feld und wir werden nicht von heute auf morgen, wenn mir einer sagt, also ich baue dir morgen einen Computer und der hat gar keine Menschenrechtsverletzungen, dann weiß ich sofort, nee, also sorry, du lügst einfach, weil es wird, also das ist einfach schwierig, weil das einfach so, es ist doch schon ein komplexes Feld und das muss man langsam angehen. Ja, genau. Also das ist in dem Bereich und ansonsten jetzt in den anderen Bereichen, wie es da technisch so geht. Ich denke, wir müssen einfach auf dieses modulare Design gehen, also zu schauen, dass wir Module austauschen können. Das ist ja eben genau das, was Fairphone ja auch versucht hat, aber auch in den anderen Bereichen. Wir können nicht alle SUVs fahren. Also gut, das muss ich ja auch nicht sagen, aber wenn man sich das mal anschaut, es gibt so eine ganz tolle Grafik, wenn man sieht, wie sich einfach der Rohstoffbedarf in der Automobilbranche eben auch, also von den kleinen Autos, dann jetzt zu den auch Elektroautos, die einfach immer größer sind. Warum brauchen wir so große? Und ich glaube, da braucht es wirklich eine Debatte und auch Steuerung. Da muss auch von der Politik nachgesteuert werden, um auch Anreize zu schaffen, dass da was passiert. Und das ist leider noch nicht so, aber es können eben so Instrumente wie jetzt diese Ökodesign-Verordnung auf EU-Ebene kann eigentlich dafür ganz gut genutzt werden, auch Vorschriften zu machen. Und wir hören das oft schon auch von Unternehmen, auch jetzt in dem Bereich von den Lieferketten, die fairer zu machen und so.
Also sagen, ja, eigentlich, wir bräuchten Gesetze, die das vorschreiben, weil da müssen sich andere dran halten. Dann haben zum einen auch nicht die Unternehmen, die sich dran halten, keine finanziellen Nachteile, sondern alle halten sich dran. Und deswegen ist das wirklich zentral, dass wir da, ja, da Gesetze bekommen und dass es da weitergeht. Und gleichzeitig ist das aber auch immer eine ganz schwierige, schwierige Sache, da so voranzukommen. Aber ich hätte jetzt noch mal eine Frage zurück. Und zwar jetzt viele von diesen Grafiken da, die sind aus einer Broschüre, die wir jetzt in einem Arbeitskreis gemacht haben, Arbeitskreis Rohstoffe, wo wir gesagt haben, okay, wir reden von Energiewende, wir reden von Agrarwende, wir reden von, was für Wenden gibt es noch, Wärmewende oder was auch immer. Wende ist ja eben das tolle Wort. Wir brauchen auch eine Rohstoffwende. Genau. Und die Rohstoffwende, also im Prinzip müssen wir eben auch da anders denken und müssen auch schauen, dass wir bei diesen ganzen Fragen immer diese Rohstofffrage mitdenken und die denken wir nicht mit. Die wird auch, ja, man fokussiert halt jetzt gerade auf andere Wenden und schaut immer das im Moment noch nicht, nicht genug mit. Und natürlich ist es auch immer schwierig zu thematisieren, hey, wir müssen auch weniger machen, wir müssen mehr Suffizienz machen und wir können nicht einfach nur so weiter und nicht, genau. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie kann man dafür mehr Akzeptanz bekommen, dass man, dass wir eben auch darauf achten oder wie kann man da rangehen? Ich weiß nicht, ob ihr da Lösungen habt oder Ideen. Kommt ein Lösungsansatz aus dem Publikum, sehr schön, ja, wenn das Kabel reicht. Mal gucken. Also aus meiner Sicht ist da halt immer der irgendwie sinnigste Ansatz, oder was heißt sinnigste Ansatz, aber ein Ansatz wäre auf jeden Fall halt so Share Economy Konzepte irgendwie ein bisschen stärker voranzutreiben. Also bedeutet halt, ich meine, auf das klassische Beispiel, was man halt kennt, so Carsharing ist jetzt gerade das Beispiel, mit wir brauchen nicht alle irgendwie SUVs, zumal ja auch, ist jetzt wieder so eine aus der Luft gegriffene Zahl, aber so 60% irgendwie von allen Autos, die in Großstädten stehen zum eigentlich jedem Zeitpunkt still. Das bedeutet, da hat man, glaube ich, auch einen großen, also haben wir halt auch in unserer Gesellschaft hier quasi einen großen, eine Chance auch, sage ich mal, einzusparen, einfach weil nicht so viel gebraucht wird, was halt dann nur rumsteht, sage ich mal. Die meiste Zeit. Und ich denke, da kann man, glaube ich, gerade in Kombination mit so einem mehr Reparatur auch zulassen und so weiter Ansatz, kann man, glaube ich, schon relativ viel irgendwie erreichen. Auch wenn ich definitiv der Meinung bin, dass es nicht geht, ohne dass auch irgendwie die global agierenden Firmen stärker reguliert und irgendwie an die Hand genommen, also und irgendwie eingegrenzt wird, dass die eben da quasi machen, was sie wollen. So klang es zumindest auch im Vortrag. So. Da vielleicht auch eine anknüpfende Frage kurz. Du bist so ein bisschen darauf eingegangen, es gab, also dass es irgendwie schon Rechtsstreite gibt und so weiter, aber dass sich dann oft super schwer, sage ich mal, nachweisen lässt, dass das irgendwie daher kommt. Aber warum ist denn das so schwer? Also liegt das einfach daran, dass da die juristische Grundlage für nicht da ist oder weil das eher so ein, also, weil an sich ist es doch offensichtlich, dass wenn um ein Kupferbergwerk rum auf einmal plötzlich ganz viele Leute sehr viel Schwermetall im Blut haben, dass das wahrscheinlich dann in dem Kupferbergwerk liegt, wenn das nicht vorher da war. Wo liegen da die Gründe, dass das nicht geht? Ist das auf der nationalen Ebene oder gibt es da irgendwie internationale Gesetzgebung zu? Vielleicht mal als... Einmal zu der Gesetzgebung, das ist eben gerade oft das Problem, also jetzt gerade bei diesem Fall zum Beispiel in Peru, wo um ein Kupferwerk Schwermetalle im Blut von lokaler Bevölkerung gefunden wurde und man sieht, es gibt Vieh, was stirbt und Fehlgeburten hat und so und auch Missgeburten, weil da wird dann einfach gesagt, naja, also woher wisst denn, dass das von uns kommt? Hier im Umfeld gibt es auch schon Minen und das kann doch auch von denen kommen und da fehlt oft, aber es stimmt natürlich nicht, aber das wird dann einfach gesagt, ihr könnt es nicht nachweisen und da ist es oft so, dass eben am Anfang, was total wichtig ist, dass am Anfang eine Baseline-Studie gemacht wird, dass am Anfang die Werte gemessen werden, um dann nachher das zu sagen, aber oft wird das halt nicht gemacht. Es ist natürlich auch total technisch teuer, solche Sachen zu machen und man braucht eben ja auch Gelder und da setzen wir uns im Moment jetzt stark auch dafür ein, dass man sagt, oder haben wir jetzt gerade eine Studie gemacht, dass es ein unabhängiges Community Monitoring bräuchte, also dass Gemeinden vor Ort
Technik bekommen und dann selber messen können, wie die Werte im Wasser und so sind. Und das führt zum einen dazu, dass sie am Anfang eine Baseline haben und sagen, so ist es. Aber dann auch während einer Operation, falls es dann zu einer Operation kommt, währenddessen die Werte messen können. Das kann zum einen dazu führen, dass man so ein bisschen wie so ein Watchdog, also zu schauen, okay, ihr könnt nicht einfach alles machen. Das kann auch dazu führen, dass eben lokale Bevölkerung weiß, wenn das Wasser verschmutzt ist. Ich habe das in Ghana oft auch erlebt, also gibt es auch einige Fälle, dass die Leute, es gab massive Verschmutzung und dann hat die Leute es aber erst im Nachhinein gemerkt, wenn irgendwie schon Schäden auftraten. Und dann, ach ja, da war eine Spillage, ja, okay, aber Fische sind alle tot, ah ja, und dann wurde es erst gesagt, aber das ist natürlich höchst problematisch. Genau, deswegen glaube ich, ist es ein ganz wichtiges Instrument. Im Moment ist es so, dass dann oft die Gelder nicht für die lokale Bevölkerung da ist, aber das fände ich, wäre so ein Ansatz, wo man so eine unabhängige Instanz schaffen könnte. Und dann auch noch, das ist auch zu einem Thema, wo ich gerade arbeite, es gibt jetzt die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die sind schon länger in der Debatte. Also eben, dass man die Lieferkette Bezug auf Menschenrechte überprüft. Und wir sind gerade, jetzt gibt es eine neue Debatte um die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Und das wäre eben auch, dass man auch Umweltaspekte prüft, Unternehmen auch dafür verantwortlich sind. Und das wäre, denke ich, in dem Fall ganz machtvoll, weil man dann nicht sagen müsste, okay, das Unternehmen hat zu der Umweltverschmutzung geführt und dann nachher zu der Menschenrechtsverletzung. Und da muss man auch noch nachweisen, dass genau die Umweltverschmutzung zu der Menschenrechtsverletzung, also zu der Gesundheitsschaden, jetzt dass der Krebs kommt, weil es diese Umweltverschmutzung gibt, sondern man könnte einfach sagen, ihr habt euch nicht dran gehalten, dass die und die Grenzwerte habt ihr überschritten und ihr habt zum Beispiel keine Umweltverträglichkeitsstudie gemacht oder sowas und deswegen seid ihr verantwortlich. Und man muss nicht immer diesen ganzen Weg über die Menschenrechtsverletzung gehen, weil dann ist es ja oft schon zu spät. Und deswegen finde ich jetzt diese umweltbezogene Sorgfaltspflicht, da hoffe ich jetzt, da gibt es leider in Deutschland, hat es nicht geklappt, aber vielleicht auf EU-Ebene sieht es besser aus, dass wir auch eine umweltbezogene Sorgfaltspflicht bekommen und dass es dann präventiv da angegangen werden kann, dass wir nicht erst zur Menschenrechtsverletzung kommen müssen. Genau, aber da gibt es noch die Debatten, das ist eine ganz spannende Debatte, weil sie noch wenig definiert ist gerade, genau. Weil es nicht die Menschenrechte gibt, auf die man sich beziehen kann, sondern es gibt verschiedene Umweltstandards und da ist es dann nochmal viel schwieriger zu sagen, ihr müsst euch an den halten oder an den. Genau, und zu der Sharing Economy, das sind auch immer wieder Konzepte, die wir uns ja auch anschauen wollen. Die wollen wir uns im nächsten Projekt auch nochmal genauer anschauen, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf Rohstoffbedarf haben. Und ich denke, da ist natürlich durch die Digitalisierung gibt es ja da auch nochmal neue Möglichkeiten, jetzt auch so Nutzungskonzepte voranzutreiben. Und gleichzeitig sehen wir das jetzt auch immer wieder, dass auch Hersteller zum Beispiel eine Maschine dann nicht mehr eine Waschmaschine an sich verkaufen, sondern nur noch die Dienstleistung. Also sie verkaufen dann die Maschine und man kriegt dann so und so viele Wäschgänge oder man zahlt monatlichen Preis und dann reparieren sie das und kümmern sich um die Instandhaltung. Und da kann man ja eigentlich sagen, dass das ein ganz gutes Konzept ist, was eben dann halt vielleicht weniger Ressourcen verlangt, weil die Unternehmen dann auch Interesse daran haben, dass die Produkte lange halten, weil es ihnen ja kostet, wenn sie es immer reparieren müssen. Jetzt für den Reparatursektor haben wir manchmal das Gefühl, okay, das ist aber auch eine Möglichkeit, den Reparatursektor, der unabhängig von Herstellern ist, draußen vorzuhalten, weil die dann auch nicht mehr reparieren dürfen. Und da haben wir so ein bisschen Sorge, dass den Sektor, den wir eigentlich auch brauchen, um langfristig reparieren zu können, so dadurch weggeht. Aber an sich ist das, denke ich, eine ganz spannende Entwicklung. Ja, genau. Dann gibt es hier eine Frage aus dem Chat, die passt, glaube ich, gerade ganz gut in diesem Moment. Und zwar, was sagst du denn zu dieser internationalen Initiative, ein Ökozidgesetz zu etablieren, also dass massive Umweltverschmutzung wirklich als Ökozid also strafrechtlich relevant wird letztendlich? Da gibt es ja jetzt gerade auch so eine Bewegung, ist auch ganz, ja, ich glaube, das ist ich glaube, wir müssen daran. Ich glaube, wir müssen auch die Wege gehen, dass wir da, warum soll man dafür nicht belastet werden? Also man wird leider ja auch nicht für Menschenrechtsverletzungen, aber auch für den Ökozid im Moment noch nicht verantwortlich gemacht und da muss man für verantwortlich machen, würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Und es gehört natürlich eng zusammen, da ist ja jetzt schon auch gerade viel Bewegung, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man da auch, es sind auch Forderungen, die aus dem globalen Süden auch immer wieder kommen, dass wir da so eine Gesetzgebung bräuchten. Genau. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum gerade? Ja, ich komme mit dem Mikro. Moment.
nicht so einfach mit dem Mikro. So, jetzt. Danke. Ja, es sieht ja so aus, als würden wir jetzt eine Beteiligung der Grünen an der Regierung bekommen. Wird das was ändern? Also Thema Digitalisierung und ja, das große Erstaunen, die FDP und die Grünen sind sich vielleicht doch viel näher und brauchen jetzt auch ganz viele Tablets an den Schulen und so weiter. Ja, wird es was bringen oder sind wir dann auch nicht wirklich weiter? Die Autos wachsen trotzdem und die Autoindustrie wird trotzdem weiter durchgefüttert. Tja, den Koalitionsvertrag kennen wir noch nicht, auch wenn wir natürlich ihn gerne selber schreiben würden. Aber ja, ich bin da schon auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Also ich glaube gerade so, also die Grünen hatten im Wahlprogramm schon auch einiges drin. Aber sie hatten auch drin, dass sie die Ressourcen, die Primärrohstoffförderung, also was ich auch geschrieben hatte, reduzieren müssten. Sie haben sich jetzt noch nicht so ganz explizit gesagt, absolute Reduktionsziele, was unsere Forderung wäre. Wir müssten sagen, wir brauchen, so wie es Klimaziele gibt, bräuchten wir eigentlich auch absolute Reduktionsziele. Das haben sie indirekt drin. Aber mit der FDP, genau, ist es, glaube ich, echt, ja, mal schauen. Also ich hoffe, wir haben auch hoffen, dass sie auch zur Kreislaufwirtschaft, dass sie eben Kreislaufwirtschaft nicht so nur jetzt drin haben, wie wir fördern Recycling, sondern dass sie wirklich Kreislaufwirtschaft eben so nach der Abfallhierarchie, wie ich es vorher gesagt habe, reduzieren und so drin haben und dass sie an sich das, ja, dass sie sich da mit den Forderungen, also der im Wahlprogramm stand schon auch viel drin, was in die Richtung geht, genau, ja, was in die Richtung gehen könnte. Mal schauen, was sie da durchkriegen. Ja. Folgefrage, könnte Deutschland alleine da überhaupt etwas reißen oder ist nicht genau, wie du sagst, also wie wollen wir Apple dazu zwingen, zu sagen, ihr müsst das jetzt ordentlicher machen oder, also ja, ich sehe, man könnte jetzt sagen, okay, wir bringen nicht iPads an die Schulen, sondern andere Computer, die wir reparieren können, ein bisschen was mit Sicherheit, aber so komplex, wie das vorhin, wie die Lieferketten nun mal sind, wie du ja schön dargelegt hast, wirkt es ja so, dass EU-Ebene schon das Mindeste ist, wo man ansetzen muss, um überhaupt den Druck zusammenzukriegen, weil es findet ja viel in Asien, gerade die Digitalisierungsprodukte kommen, glaube ich, größtenteils aus Asien und die Firmen dann noch aus den USA und Europa spielt da gar nicht so die Rolle mehr wirklich, mal ab vom Autobau gefühlt. Ja, das haben wir da der EU auch vorgeworfen, dass sie nämlich diese Konfliktmineralienverordnung haben sie, die hätten sie genauso machen können wie die USA, indem sie einfach sagen, alle Produkte, die auf dem europäischen Markt kommen, eben auch die aus China und überall, die müssten sich daran halten, an unsere Vorsätze, dass eben gesagt wird, okay, wir, also oder an die Verpflichtung, dass Unternehmen überprüfen müssen, inwieweit ihre Rohstoffe Konflikte finanzieren. Und da hat man sich dagegen entschieden. Und dann sagt man, naja, China macht ja auch nichts, aber man hatte nicht den Mumm dazu, einfach zu sagen, wir müssen die ganze Lieferkette in Blick nehmen. Und genau, da ist die USA weitergegangen mit ihrer Verordnung, dass sie eben Apple muss sich an darf keine Rohstoffe aus dem Kongo kaufen, drei Seenregionen, also die Anrainerstaaten drumherum, die Konflikte finanzieren. Die Verordnung ist zu kurz gedacht in der USA, weil sie eben sich nur auf eine Region bezieht und da nicht, ja, und auch so wie sie umgesetzt wird, nicht weitreichend genug ist. Aber eigentlich könnte die EU über so ein Lieferkettengesetz schon auch einen Druck ausüben. Aber natürlich, also jetzt gerade eben in dem Bereich hätte sie da mehr machen können, genau, aber natürlich, das Schönste wäre natürlich ein Treaty, wo wir, aber ich denke, wir müssen hier ansetzen und jetzt, was wir auf EU, deutscher Ebene haben wir jetzt ein Lieferkettengesetz eben bekommen und das ist dann schon, gibt auch nochmal Druck auf die EU-Ebene ab, hey, ihr müsst was machen, es macht keinen Sinn, dass alle Mitgliedstaaten der EU das einzeln regeln, sondern wir müssen es auf, wir müssen das EU-weit regeln und dass wir dann da was bekommen. Genau, und ich glaube eigentlich könnten sich auch jetzt gerade diese Ökodesign-Verordnung könnte, ist jetzt wieder nicht Lieferketten, sondern also Produktpolitik im Prinzip, könnte auch ein Vorteil für europäische Hersteller sein, wie jetzt Hersteller, die auch hier auch einige Hersteller sind, die eigentlich sich auch Qualität verschreiben und dass man auch dann auf das Modell setzt. Also es kann auch für Unternehmen hier die Möglichkeit sein, ihre Produkte zu unterstützen, indem sie Qualität sagen, okay, wir schreiben uns Qualität vor und dann haben wir halt langlebigere Produkte und die anderen kommen gar nicht mehr auf den Markt. Das ist, also ist im Prinzip auch so ein Mechanismus, den man nutzen
nutzen kann, genau. Es gibt dann hier noch einen Beitrag aus dem Chat beziehungsweise eine Frage. Und zwar im Zuge der Agenda 2030 wären solche Monitorings gut zu implementieren. SDG 3 Gesundheit zum Beispiel. Läuft das in den angesprochenen Ländern in diese Richtung? Die SDGs, die Sustainable Development Goals, und das 3 ist wohl dann zur Gesundheit. Ich kenne die auch nicht alle auswendig, wie die jetzt wer was ist. Ich habe mich mit 12 mal beschäftigt, das ist zur Sustainable Production. Und da fand ich die Indikatoren, also das habe ich mir genauer mal angeschaut, die Indikatoren sehr fragwürdig, weil es dann da zum Beispiel darum ging, dass Unternehmen nachhaltig produzieren und dann wurden ihre Nachhaltigkeitsberichte angeschaut und ob sie Nachhaltigkeitsbericht haben, aber das sagt mir noch lange nicht, ob sie sich wirklich auch nachhaltig verhalten, wenn sie einfach nur einen Bericht haben. Da fand ich die Indikatoren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da das Monitoring zur Gesundheit an sich läuft. Jetzt, ich glaube, das ist das Monitoring, was ich jetzt angesprochen habe, erstmal zu schauen, dass es eben erstmal die Auswirkungen nicht so stark sind. Aber müsste natürlich auch insgesamt natürlich auch ein Gesundheitsmonitoring machen. Aber dazu kann ich nicht viel sagen, wie das da jetzt zusammenhängt, genau. Okay. Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Dann hätte ich auch noch eine Frage. Tatsächlich aus Cardos Sicht ist das auch ein total spannendes Thema mit der Reparierbarkeit. Denn bei unseren Einsätzen kommen wir immer wieder an dem Punkt, wo wir sehen, dass Medizingeräte, die zwar hier einen Hersteller-Support haben, in anderen Regionen, wo es diesen Hersteller eben nicht gibt, die können gar nicht repariert werden. Also selbst wenn die Leute den Hersteller irgendwie beauftragen wollen würden, geht das nicht. Und das ist halt seit langem letztendlich auch ein Wunsch oder eine Forderung von Cardos, dass halt so Medizingeräte allgemein reparierbarer werden. Das Problem ist allerdings, dass da ja Patente drauf sind, dass die Firmen damit Geld verdienen, dass sie nicht nur die Geräte so herstellen, dass sie schlecht reparierbar sind, sondern da ist ja mittlerweile auch immer viel Software involviert. Die wollen natürlich ihren Quellcode nicht offenlegen. Und ich frage mich, wie das auf so einer größeren Ebene von Unternehmen, wie realistisch das ist, dass da Unternehmen wirklich mitziehen oder dass man sie wirklich dazu zwingen kann, sowas offenzulegen und ihre Geräte reparierbar zu machen, ohne dass dann halt auch wieder massiv vielleicht Entschädigungsforderungen kommen. Also wie schätzt du das ein? Ja, das ist ein voll spannender Punkt, den du da ansprichst und der sich, glaube ich, auch in letzter Zeit auch total verändert hat. Es gibt diese Right to Repair-Kampagne, die jetzt hier auf EU-Ebene gestartet hat, kommt eigentlich aus den USA und da geht es um das Right to Repair Bills, ja, Right to Repair. Und da ist die ganze Bewegung, hat vor allem Aufschwung bekommen, weil die Farmers vor Ort, die ihre Traktoren nicht mehr reparieren konnten, weil die nur noch mit Diagnosesoftware über die Hersteller gemacht werden konnten und ihre nicht mehr selber das reparieren konnten, sondern nur noch über diese Software und sich dann gesagt haben, hey, und es mega teuer war auch dann ihre, um vielleicht, ja, um dann ein Update oder einfach da auch ranzukommen. Und dadurch hat diese ganze Bewegung in den USA total viel an Macht bekommen. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, wo man auch merkt, dass es dann verschiedene Sektoren betrifft. Und ich glaube, diese Softwarefrage ist total stark und sie ist nicht nur, wir hatten gerade letzte Woche einen Workshop dazu, wo wir darüber Digitalisierung und Reparatur gesprochen hatten und die immer stärkere Auswirkung von Software, dass auch immer mehr Teile, Serialisierung heißt es, dass Teile dann auch nicht mehr nur noch mit einer Software ausgetauscht werden können und nicht mehr einfach so ausgetauscht werden können und über Software blockiert werden und nicht mehr funktioniert und das auch immer mehr eingesetzt wird. Und dann immer wieder heißt, naja, es ist ein Sicherheitsargument, also immer wieder wir können das nicht machen, was ist dann der Sicherheit, also dass der Hersteller immer dieses Sicherheitsargument nutzen und damit nicht reparieren können. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich da ganz stark auf diese Software-Komponente mit drauf gehen, um da was machen zu können. Und Open Source und Quellcode-Offenlegung und so ist da natürlich wichtig. Aber es ist hart umkämpft. Und ich hatte jetzt gerade letztens einen Artikel gelesen zu Tesla und den anderen und Automobilherstellern hier, herkömmlichen, dass von Tesla eigentlich das große Geschäftsmodell auch über die Software funktioniert. Und es ist schon interessant, dass dann gar nicht nur noch die Hardware
das Entscheidende ist, sondern auch eben sie sich auch so einen Vorsprung verschaffen konnten, weil sie so stark softwarebasiert und so sind. Und ja, da gibt es, glaube ich, echt gerade so einen Wandel, den man auch mal verstehen muss, nochmal alles, um mal genau zu wissen, wo man jetzt da rein muss, auch politisch, wo man die Forderungen machen muss. Und natürlich sind da Rieseninteressen, aber ich sehe auf jeden Fall insgesamt die Gefahr, dass dadurch einfach noch mehr Macht den Herstellern kommt und noch mehr Macht die Hersteller auch das dann den Herstellern, wo der das Geschäftsmodell ist, immer mehr zu verkaufen. Genau, dann auch darüber dann Reparatur weiter eingeschränkt werden kann. Genau. Mhm. Aber ihr habt ja auch noch viele Köpfe vielleicht und Technikköpfe, die da Lösungen finden können. Ja, möchte das Publikum dazu noch was sagen? Die Lösungen sind hier, bitte hier, nein. Wenn es aus dem Publikum gerade keine Anmerkung mehr gibt, dann würde ich noch einmal kurz den Blick ein bisschen mehr auf die betroffenen Länder und Regionen an sich lenken. Und zwar gab es da noch hier zwei Fragen. Zum einen, das bezog sich recht ganz auf den Anfang deines Vortrags, da hast du davon gesprochen, dass es eine Militarisierung gibt, dass es sehr viel Gewalt gibt gegen die Menschen, die sich wehren. Und da wäre jetzt die Frage, ob du da noch ein bisschen mehr berichten kannst zu, wie gehen die Menschen denn damit um? Also hört dann der Protest auf oder finden sie neue Wege? So, das ist das eine, die Frage nach dem Individuellen vor Ort. Und dann nochmal die andere Frage, wie wäre das denn aber, wenn wir jetzt halt diese Rohstoffe nicht mehr nutzen, wenn wir Wege da drum finden. Das ist ja auch eine Ökonomie vor Ort, beziehungsweise die Frage war, wie kann der globale Süden beziehungsweise beispielsweise Peru sich nach den kolonialen Kontinuitäten der Konsumnachfrage aus dem Norden dann ökonomisch orientieren? Habt ihr da Ideen? Also wenn die Nachfrage von hier zum Beispiel wegfällt. Also erstmal zu dem individuellen Weg. Also jetzt vielleicht auch kann man nochmal die Militarisierung nochmal ein bisschen beschreiben. Das ist teilweise, war es in Peru auch so, dass dann Polizei, aber auch nochmal von einem Sicherheitsunternehmen, von dem Bergbauunternehmen auch noch finanziert wurde, um die Mine zu bewachen. Und dann ist ja klar, in wessen, von wem kriegt man das Geld, für den arbeitet man natürlich auch. Und dass dann eben da die Bergbauinteressen gegenüber der lokalen Bevölkerung durchgesetzt werden. Also teilweise kommt es eben auch zu massiver Gewalt. Jetzt gerade wenn ich jetzt das anschaue, dieses eine Beispiel in Ecuador mit 26 Jahren Resistenz. Also wir arbeiten da eng mit einem Partner vor Ort zusammen, die haben zwei Bergbauunternehmen, sind inzwischen weggegangen. Jetzt ist das gerade das nächste. Sie versuchen viel über den legalen Weg. In Ecuador gibt es das Recht der Natur und das wurde verletzt und da versuchen sie gerade den Rechtsweg, was nicht leicht ist, weil dann auch manchmal so ein bisschen die Frage, wie unabhängig ist die Justiz da. Genau, das sind Wege. Es gibt viele verschiedene Strategien, aber es bleibt schwer. Aber ich bin trotzdem, ist es immer Wahnsinn, wie viel auch letztendlich ausprobiert wird, um da voranzugehen. Was in Peru zum Beispiel der Fall ist, ich habe mir mal ein Unternehmen angeschaut, was zum einen in Peru als auch in Ghana aktiv war und in Peru und Ghana versucht hat, Bergbau zu betreiben. Und in Peru gab es so kollektive Strukturen. Da gab es früher ganz viel Viehklau und dadurch hatte man Sordondas Campesinas, also wie so eine lokale Polizei, aufgebaut und konnte die dann aktivieren, um auch Aktionen gegenüber Bergbau durchzuführen. Also dann waren so andere Strukturen. Also es hängt dann oft auch daran ab, wie man sich auch wehren kann und sich kollektiv organisieren kann, welche Strukturen eben auch bestehen. Und wenn es eine hierarchische Struktur mit einem Chief gibt, ist es da manchmal nochmal schwieriger, auch dann dagegen zu handeln. Und zu der Frage und an sich ist es einfach so, es polarisiert sich eben ganz stark. Dann kriegen die einen versprochen, okay, ihr dürft dann zukünftig dort arbeiten. Und dann sieht man, ja, und da wird jetzt eine Schule gebaut und ach ja. Und dann, genau, klar bringt es natürlich auch Infrastruktur in Bereiche. Und jetzt die Frage mit der Kontinuität und wie kann man damit dann umgehen, dass sich das verändert. Und das ist auch wieder so, es gibt natürlich viele gesellschaftliche Kräfte, die das weiter wollen. Wir haben jetzt gerade in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten eine Reprimarisierung gesehen, also immer mehr zu den Primärrohstoffen wieder zurück, was ja dann auch bedeutet, man muss immer mehr extrahieren und immer mehr ausführen, um gleichen Wert zu bekommen. Und dann ist eben die Frage, ob man
auch weitere Wertschöpfungsketten in einem Land aufbaut, dass man mehr Werte hat, dann macht man sich natürlich noch abhängiger von den Rohstoffen. Da gibt es dann verschiedene Modelle, dass man zum Beispiel lokalen Tourismus aufbaut. Aber ich denke, insgesamt gibt es viele auch ökonomische Berechnungen, die eben auch sagen, es rechnet sich gar nicht, weil die Folgekosten von dem Bergbau so massiv sind und die aber dann wiederum, gibt es eine ganz spannende Studie, die hier von einer Gruppe an der HU gemacht wurden, die sich das mal angeschaut haben, inwieweit sich das dann wirklich rechnet und was für Kosten da eben externalisiert werden, die ganzen Gesundheitskosten. Und wenn man die alle mit einrechnen würde, dann wird sich's auch ökonomisch nicht mehr rechnen. Also dass es eigentlich nicht die Rechnung ist, genau. Ja, das ist ja so ein allgemeines Problem, ne, mit dieser Kurzfristigkeit von dem Denken und dass das einfach nicht durchgerechnet wird, was Umweltschädigung langfristig kostet. Ja. Johanna, ganz vielen Dank für deinen Vortrag. Hast du noch eine letzte Bemerkung, letzte Worte? Letzte Worte aus dem Publikum vielleicht? Ja, ich finde, das ist immer manchmal, wenn man sich das so alles so sagt, dann denkt man schon, oh Gott, was hier alles passiert. Und trotzdem darf man den Mut nicht aufgeben und muss irgendwie schauen, wie man trotzdem versucht, wo man sich einsetzen kann und wo man das dann, da weitermacht. Und letztendlich sieht man schon auch, dass es dann auch wieder Bewegung in die eine Richtung gibt, dann geht es wieder in die andere. Aber es ist auf jeden Fall ein dynamisches Feld, wo man sich irgendwie einbringen muss und nicht einfach nur schauen kann, okay, ist alles blöd, sondern irgendwie schaut, was man machen kann. Genau. Ja, da ist Germanwatch auf jeden Fall auch mal eine gute Adresse, da mal auf Twitter vorbeizuschauen oder auf der Webseite, mal gucken, was da gerade an neuen Studien rauskommt und an neuen Erkenntnissen. Ihr könnt natürlich auch Cardus gerne auf Twitter folgen, in unseren ganzen anderen sozialen Medien, die wir noch so haben. Und dann, danke ich dir sehr, dass du hier warst und vielen Dank auch an das Publikum für die Beiträge und vielen Dank an das Cardus VOG, ohne dessen technischer Aufbau hier das alles nicht möglich gewesen wäre. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.